Tor mit der Nummer 1, Stefan Yashi. Mit der Nummer 2, Benjamin Zahi. Mit der Nummer 5, Pascal Kulina. Mit der Nummer 6, Matthäus Kies. Mit der Nummer 8, Martin Weiler. Mit der Nummer 9, Benjamin Kulina. Mit der Nummer 19, Emanuel William. Mit der 21, Milan Anhalt. Mit der Nummer 23, unser Kapitän Rennig Lass. Mit der Nummer 25, Duell Fulkoi. Mit der Nummer 26, Kamil Kostanski. Auf der Sandbank neben Platz mit der Nummer 33, Ersatzschulhüter Leon Kastiki. Mit der Nummer 4, Jason Tomesi. Mit der Nummer 7, Robin Uanguata. Mit der Nummer 10, Ferhat Hundschuh. Mit der Nummer 14, Alpha Islam. Mit der Nummer 15, Dominik Reicher. Guten Tag. Mit der Nummer 18, Ahmed Atta. Mit der 20, Ilja Gumpel-Mitzke. Thank you.
anderen Plätzen wird heute gespielt. Diesbezüglich ein paar Zwischenstände. Spielen wir um 15 Uhr zu Hause gegen Ratingen. Einen schönen Sonntag. Ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Meisterschaftsspiels und Derbys ITB Schwarz-Weiß gegen FC Krai. Das Ergebnis von 0:0 ist bekannt. Die offizielle Zuschauerzahl ist 550. Und ich würde natürlich dann den Fabian als Gast erstmal bitten, die 90 Minuten aus seiner Sicht zu schildern. Herzlichen Dank erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Ich glaube, wir haben heute ein sehr umkämpftes Spiel gesehen, ein sehr
Ja, intensives Derby, aber zu keinem Zeitpunkt in meinen Augen unfair. Ich glaube, es war ganz toll, dass wir mit beiden Mannschaften auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs waren. Die Intensität war top. Und am Ende des Tages haben wir in ein, zwei Situationen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Aber in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, kann ich der Mannschaft nur ein riesen Kompliment aussprechen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie die sich zerrissen haben heute und ganz klar gezeigt haben, dass man den Kreis jetzt etwas aufbaut und dass da eine Bewegung reingekommen ist, die auf jeden Fall dafür spricht, dass man erfolgreich zusammenarbeiten möchte. Okay, ja, herzlichen Dank schon mal, Fabian. Und dann würde ich den Damian bitten, wie er denn das Spiel heute gesehen hat, uns entsprechend mitzuteilen. Hallo zusammen. Ja, wir sind schon über das Ergebnis enttäuscht im ersten Spiel, müssen es aber akzeptieren, das 0-0. Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen. Wir hatten schon in den ersten 15 Minuten ein paar Probleme. Wir waren nicht griffig genug. Die Abstände, die waren einfach nicht optimal, auch zu den Gegenspielern. Dadurch hatten wir keine Griffigkeit in unserem Spiel. Und das wurde dann so ab der 20. Minute nach unserer ersten Torchance besser, hatten dann auch, glaube ich, ja, ein Chancenverhältnis zur Halbzeit 3-1. Wir haben auch eine Chance zugelassen, die Stefan Jaschin hervorragend vereitelt. Aber auch wir hatten dann zwei große Chancen über Clinton, der alleine auf dem Torwart zuläuft, Noel Futkoy, ja, der auch alleine auf dem Torwart zuläuft. Chancenverwertung war nicht gut, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Ja, am Ende ist das auch so ein Spiel, wo man sagt, okay, wenn man vorne die Tore nicht macht, nicht, dass man dann hinten an reinbekommt, deswegen müssen wir das akzeptieren. Es ist der erste Spieltag, es ist ein Stadtderby, es ist eh immer schwierig, man weiß nicht so richtig, wo man steht. Es war eine gewisse Hektik, schon eine hohe Intensität. Einfach da, das ist so, das müssen wir akzeptieren. Das wird uns jetzt aber nicht von unserem Weg abbringen. Das Gute ist, dass wir in den nächsten Tagen die nächste Chance haben, dann gegen Hamborn auswärts den ersten Dreier einzufahren. Wir nehmen es mit, sind trotzdem, das muss ich unterstreichen, wir sind vom Ergebnis schon enttäuscht, aber bringt nichts. Donnerstag wollen wir es besser machen. Vielen Dank. Woran muss der ETB jetzt unter der Woche intensiv arbeiten? Chancenverwertung. Wie war heute das, wo du sagst, das hat nicht gefallen? Ja, war nicht gut. War in der Vorbereitung besser, muss man einfach so sagen. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, also von den vier RWE nehme ich einfach außen vor, weil das kein Test für uns ist auf Augenhöhe. Aber in den anderen vier Testspielen hatten wir nicht ein Spiel, wo wir das Gefühl hatten, dass wir keine gute Verwertung haben, sondern wir hatten eigentlich eine gute Verwertung von den Chancen her, auch wie wir die Chancen kreiert haben. Das war heute nicht gut, aber wir müssen auch hinkommen. Ja, wir dürfen nicht 15 Minuten brauchen, bis wir so reinkommen, bis wir die Griffigkeit haben, bis die Abstände halt stimmen. Aber das ist mal so, auch wenn ich es jetzt 8-mal anspreche, wird es jetzt nicht so sein, dass es bei den kommenden 39 Spieltagen nicht nochmal so eine Phase geben wird. Aber wir müssen es einfach besser machen und am Ende brauchst du auch in so Phasen sicherlich ein bisschen Spielglück. Das gehört dann halt dazu und ich glaube, das hatten wir dann in dem Fall heute nicht. Okay, gibt es weitere Fragen? Du sagst, wird es nicht vom Weg abbringen. Wo geht der Weg denn hin, des ETB in der Saison? Das werden wir am Ende halt tabellarisch sehen. Erstmal geht es darum, die Jungs weiter nach vorne zu bringen. Man hat es gelesen, der Umbruch war sehr, sehr groß auf Spielerebene, Trainerebene. Das war sicherlich im Verein nicht vorhergesehen, weil man einfach in den letzten Monaten, Jahren gespürt hat, dass hier unheimlich was aufgebaut wurde, ein sehr, sehr gutes Fundament. Das habe ich ja immer wieder erwähnt, jetzt in meiner Anfangszeit, dass was die Leute hier ja, aufgebaut haben, das ist sehr, sehr stark. Es ist auch eine positive Stimmung im Umfeld und es wird daran geben, dass wir diese Euphorie von der Mannschaft einfach mit, ja, den Verein damit tragen, dass die Stimmung weiterhin positiv ist, dass die Leute weiter hier alle anpacken und das ist schon phänomenal. Das kenne ich auch so nicht, muss man sagen, aus meiner Vergangenheit. Das macht unfassbar Spaß für die Mannschaft, fürs Trainerteam und das werden wir weiter festigen. Natürlich wollen wir uns sportlich auch weiterentwickeln. Ne? Wir haben viele junge Spieler auch dazu bekommen, die wir entwickeln müssen.
Und ich glaube, wenn wir das alles hinbekommen, dann werden wir auch einen vernünftigen, ordentlichen Tabellenplatz. Aber ich möchte mich jetzt nicht festnageln und sagen, ach, wir wollen jetzt der oder der werden. Das wird man sehen und wir wollen da ja vernünftig in die Saison starten und alles andere wird einfach kommen. Das war hier erst das Spiel als Seniorentrainer. Wo würden Sie den großen Unterschied ausmachen zum Jugendbereich heute? Stimmung ist klar. Die Stimmung ganz klar, ja. War für uns, glaube ich, eine schöne Atmosphäre hier. Am Mittwoch wird es wieder anders bei uns im Krai. Ein bisschen kleiner, aber mindestens mit dem gleichen Charme. Ich glaube, dass man heute einfach gesehen hat, dass die Abläufe schneller funktionieren, dass man fertige Spiele hat, dass man im Spiel schneller switchen kann und dass man im Jugendteilbereich einfach in dem Bereich noch arbeiten muss, viele Sachen gemeinsam erlernt. Und eigentlich hier im Seniorbereich meistens fertige Spieler hat, wo man dann aus einem gewissen Repertoire oder aus einem gewissen auf ein gewisses Repertoire zurückgreifen kann. Ja, dankeschön. Sonst noch eine Frage? Was erwartet der FC Krai von dieser Saison? Also wir wollen uns auf jeden Fall so schnell wie möglich von den Abstiegsrängen distanzieren. Und wir sammeln unsere Punkte und haben heute den ersten kleinen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Damian, Frederik Lach hat heute die Kapitänsbinde getragen, hat den Verein heute als Kapitän ins erste Spiel geführt. Welche Rolle sehen Sie für ihn im Kader, auch natürlich als ehemaliger Drittliga-Profi mit der Erfahrung? Ja, geht ja nicht nur darum, dass Freddy aus der dritten Liga kommt, sondern wie Freddy, das hört sich komisch an als Neuzugang, aber wie Freddy diesen Verein lebt, wie er Fußball lebt, wie er alle mitnimmt, alle Spieler, aber auch selbst uns Funktionsteam. Freddy hat hier eine Vergangenheit, hat hier in der Jugend viele, viele Jahre verbracht. Ich kann mich halt noch erinnern, dass ich Freddy immer in den U12, U13 Bereich eigentlich nach RWE holen wollte, aber Freddy war so stark hier verwurzelt beim ECB, hat auch schon damals seine Mannschaften immer angeführt von hinten. Und das hat Freddy eigentlich vom ersten Tag an so hier rübergebracht. Er ist der Erste, der überhaupt hier ist, 90 Minuten vor Trainingsbeginn. Der ist der Letzte, wenn andere schon zu Hause sind, macht Freddy, glaube ich, noch seine letzte Übung vom Stabi-Programm. Wir gucken schon unser Betreuerteam auf die Uhr. Im Endeffekt, er geht in allen Dingen einfach voran. Und da ist das, sicherlich hilft ihm das von der Erfahrung her, aber dass er jetzt aus der dritten Liga kommt, ist jetzt nebensächlich, sondern es geht um andere Faktoren und die erfüllt Freddy Lach zu 100%. Und wir können als Verein stolz sein, diesen Spieler hier hingeholt zu haben, das war viel Arbeit, überzeugt zu haben. Freddy hat sofort hier ein Feriencamp mitgemacht, der ist Jugendtrainer, Co-Trainer in der U12 und das zeigt einfach, was ich anfangs gesagt habe, er lebt diesen Verein und das ist schon unüblich. Und deswegen können wir als Verein, das unterstreiche ich, stolz auf die Verpflichtung von Freddy Lach sein. Ja, ansonsten wünsche ich uns allen einen schönen Sonntagabend nachher. Kommt alle gut nach Hause. Die ETBer von euch sehe ich ja nächsten Sonntag, gehe ich von aus, beim Heimspiel gegen Ratingen hier wieder. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Pressekonferenz und genießt das schöne Wetter. Bis dann. Danke.